Ich habe hier eine Trompete, die gibt es eigentlich noch gar nicht. Die 6335 RC von Yamaha. Und ich habe einen tollen Gast, Lorenzo Ludemann, auf Sendung. Hallo Tobias, grüß dich. So, Lorenzo, wir haben gerade ein bisschen ein paar Töne von dir schon gehört. Das klingt ziemlich fett und das liegt wahrscheinlich nicht nur an dieser Trompete. Und dein Werdegang ist ja auch ganz interessant. Du bist noch relativ jung, geboren 1900 und? 92. 92, das heißt, du wirst dieses Jahr erst 27. Oh richtig. Mein Gott. In Italien? In Italien geboren, genau. Mama gebürtige Italienerin, Papa ist Deutscher. Dann hast du relativ schnell mit dem Trompetespielen angefangen, schon als ganz kleiner, oder? Ja, mit 7, glaube ich. Okay. Nicht bei meinem Papa. Die Frage stellen immer viele, ob ich bei ihm auch Unterricht hatte, weil er auch Trompeter ist. Mhm. Aber an der Musikschule in Erkrath in Hochtal bei Wolfgang Wurth. Okay, dann schöne Grüße an Wolfgang an dieser Stelle. Genau. War es dann als Jungstudent bei Urban Agnes in Köln? Und bist dann gewechselt zu Andi Haderer und hattest dann aber bis zum Bachelor nachher dann mit zwei Profs zu tun? Genau, ich habe während des Jungstudiums noch zum Andi gewechselt und hatte dann sozusagen noch 3 Semester als Jungstudent bei ihm Unterricht. Und dann musste ich eine neue Aufnahmeprüfung machen, musste alles ganz offiziell gehen. Und hatte dann eigentlich die nächsten 4 Jahre bei Matthias Bergmann und Andi Haderer Unterricht. Genau, ja, jeder geht ein bisschen anders an verschiedene Themen ran. Und so hat man eigentlich ja, möglichst viel mitnehmen können. Ja. Lehrerwechsel, das ist ja auch das, was ich immer sage zu meinen Kunden. Ne? Möglichst viele Inputs sich holen, möglichst viele Workshops auch besuchen, alles in sich aufnehmen und dann ein bisschen gucken, genau, wo man es hin tun kann. Ne? Dann hast du ja im Grunde genommen mit jedem in der Kölner Szene und auch in ganz Deutschland schon gemuckt und gespielt. Und irgendwann kamen dann auch die Heavytones. Erzähl mal. Ja, irgendwann kamen auch die Heavytones. Zu der Band gibt es eigentlich schon eine sehr lange Beziehung, angefangen als Fan. Der Rüdiger war eigentlich mein erster Lehrer, der mir so ein bisschen in die Jazz-, Pop- und Big-Band-Szene verholfen hat. Und daraufhin habe ich natürlich ihn und die Band auch verfolgt über die Jahre. Durch TV Total auch, ich war immer großer Stefan Raab-Fan. Aber nicht zuletzt natürlich auch wegen der Band. Und ich war dann beim allerersten Heavytones-Workshop in Trossingen in der Musikakademie dabei und konnte dort zum ersten Mal die ganzen Musiker kennenlernen. Und ja, so war es natürlich dann eine riesen Überraschung, oder es ist ein Traum in Erfüllung gegangen, als der Rüdiger mich dann mal als Vertretung, ja, ihn selbst gefragt hat, okay, für Live-Konzerte und dann später, klar, den Posten zu übernehmen, eine noch größere Ehre. Klasse. Die Heavytones sind ja quasi auch so ein bisschen mit Yamaha verbandelt. Einige der Musiker sind Yamaha-Endorser. Du seit 2018 auch in diesem Pool der Trompeter, die sich auf ein Yamaha-Instrument wohlfühlen und dann aber auch gleichzeitig für Yamaha mit ein bisschen auch die Fahne hochhalten. Es wird eine Workshop-Tour mit dir geben dieses Jahr. Genau, die ist für Ende des Jahres geplant. Ich spiele schon lange eigentlich Yamaha-Instrumente und profitiere auch schon längere Zeit von der Zusammenarbeit mit Edify zum Beispiel. Dann war jetzt die Idee, das Ganze ein bisschen zu erweitern. Ja. Und das heißt, du hast für dich als Dozent auch eine gewisse, sag ich mal, Agenda. Also das, was du quasi den Leuten vermitteln willst, dir zurechtgelegt. Sagen wir mal so, ich habe mir über die Jahre eine Auswahl an Übungen oder ein Übeprogramm zurechtgelegt, was mir geholfen hat. Ich bin einfach sehr nervös, auch vorher, vor Konzerten und also der klassische Lampenfieber. Lampenfieber, genau, meistens positiv, meistens geht dann doch alles gut, aber ich werde noch nervöser, wenn ich weiß, ich bin nicht gut vorbereitet. Mhm. Das war so der Startschuss eigentlich. Ja.
Das ist mit Sicherheit so. Gut vorbereitet sein ist eine Spitzenoption, definitiv. Ja, genau. Ich glaube auch. Kommen wir mal zum Equipment. Ja. Lorenzo, du spielst eine Trompete, ich habe es eingangs erwähnt, die es noch gar nicht gibt. Mhm. Aber es gibt auch andere, die diese Trompete schon spielen. Wenn du jetzt an dieses Instrument herankamst oder als du das Instrument das erste Mal kennengelernt hast, wie war das? Wo war da der Aha-Effekt? Es war natürlich wie bei jeder Trompete, die man neu kennenlernt, interessant. Ich kann sehr schlecht Equipment wechseln. Das heißt, ich spiele schon sehr, sehr lange das gleiche Mundstück und habe auch davor sehr lange eine Bobby-Schuh-Trompete gespielt. Und deshalb war ich immer auf der Suche nach einem Instrument, mit dem man verschiedene Musikstilistiken abdecken kann, ohne einen Faktor wechseln zu müssen. Okay. Und so war es bei der Trompete jetzt auch eigentlich. Und man merkt ein bisschen, dass der Eddie Veit sich die Arbeit gemacht hat, mit vielen verschiedenen Trompetern zusammenzuarbeiten. Und es ist ein Instrument entstanden, was den Trompeter bei der Arbeit unterstützt. Wenn du dann ein neues Instrument kennenlernst, du sagst, die erste Begegnung, dann machst du ja irgendwas, hast du da ein besonderes Programm, hast du irgendwas, was du abspulst, wo du sagst, okay, das sind die Faktoren, die muss ich abchecken, das sind die Parameter, wo ich quasi meine Haken dran mache. Und wenn das klappt, dann kommt das in die engere Auswahl. Wie machst du das? Kannst du das mal vormachen? Cool, dass wir jetzt ein paar Einblicke bekommen haben, wie du an so ein Instrument rangehst und vor allem natürlich auch, was die Besucher des Workshops am 21. Februar erwarten wird. Lorenzo, wir haben ein kleines Ritual hier. Würdest du mit mir? Ja? Ja, klar. Also nicht vergessen, immer schön pusten.